Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. In einem meiner letzten Videos hatte ich euch hier diese Gewürztasche vorgestellt. Das ist also eine ganz normale Tasche, wo halt zahlreiche Gewürze drin sind. Und als Kommentar kam halt dort die Aussage, hey, das ist viel zu groß. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und bin jetzt hierauf gestoßen. So, was haben wir hier? Wir haben eine deutlich kleinere Tasche. Also wenn ich das mal so hier drauflege, dann seht ihr schon den Unterschied. Ich kann euch kurz die Maße sagen. Das Ganze ist also nur ja, ungefähr 10 cm breit und 5,5 cm hoch. Im Vergleich dazu die alte Tasche, die war fast doppelt so lang und auch doppelt so hoch. Also hier haben wir quasi nur ein Viertel des Ganzen. Es handelt sich hierbei um einfach einen Schlüsselanhänger. Hier mit kleinem Karabiner, das heißt, den kann man sich an die Tasche oder an den Rucksack dranhängen. Hier ist nochmal ein Schlüsselring, geschützt durch zwei Reißverschlüsse, die komplett umlaufend sind. Und wenn ich die jetzt aufmache, habe ich hier drin tatsächlich meine Gewürze. Und zwar Curry, Paprika, Pfeffer, Salz, Brühe und Zucker. Sieben Gewürze auf der einen Seite. Vorteil hat ist natürlich, dass der Reißverschluss hier komplett rumläuft. Man kann es also komplett öffnen. Man hat direkt Zugriff auf die einzelnen Sachen. Und das Ganze ist trotzdem gut geschützt, dass es nicht herausfallen kann. Aber das ist natürlich nur die eine Seite gewesen. Wenn ich das Ganze nämlich umdrehe, ihr seht ja, es sind zwei Reißverschlüsse da, dann kann ich das Ganze auch hier einmal komplett aufmachen. Und habe hier nochmal sieben Sachen. Und zwar habe ich jetzt hier einfach eingepackt Kräuter. Dann habe ich hier Elotrans, Magnesium, Kaffee, Öl und Essig. Das heißt, ich habe also insgesamt 12 verschiedene Sachen dabei. Hier bei der großen Tasche hatte ich natürlich den Vorteil, das waren sehr, sehr große Behälter. Deswegen konnte ich mir hier zum Beispiel dieses eine Glas machen, wo halt verschiedene Hilfsutensilien drin waren. Falls euch das interessiert, schaut euch gerne mal das Video zu der großen Gewürztasche an. Aber ansonsten habe ich in den kleinen Behältern genau das gleiche wie hier auch. Also Salz, Zucker, selbst Kaffee ist dabei, Kräuter, alles was hier ist, habe ich hier auch. Und hier waren es nur 9 verschiedene Sachen. Da sind es 12, weshalb ich die Möglichkeit hatte, halt Elotrans und Magnesium dazu zu packen und als Ersatz für diese eine Flasche, wo ich ja diese Utensilien drin hatte, habe ich dann hier noch Essig dazu gepackt. Finde ich eigentlich ganz gut, vor allen Dingen, wenn man eine leckere Suppe isst. Schön mit ein bisschen Essig drin, je nachdem, was es für eine Suppe ist, schmeckt das richtig, richtig gut. Ja, und diese Behälter hier, es ist mir in dem Kommentar genannt worden, ich habe tatsächlich den Namen schon wieder vergessen, wie die genau heißen, aber die sind natürlich aus dem medizinischen Bereich. Und das Ganze ist natürlich etwas unangenehm, weil ich arbeite im medizinischen Bereich und ich weiß, dass diese kleinen Flaschen hergenommen werden, wenn man Blut abgenommen hat. Das heißt, das Ganze ist natürlich dann auch wasserdicht, da kommt nichts raus, es kommt nichts rein und das Ganze ist gut aufbewahrt. Die haben eine Größe von 2 Milliliter, also hier steht jetzt 1,8, aber man kann natürlich noch etwas weiter auffüllen. Ungefähr 2 Milliliter passen hier rein und von den Gewürzen her, das weiß ich vom Kaffee beispielsweise, ist es ungefähr ein Teelöffel, was hier reinpasst. Also tatsächlich mehr, als wie ich eigentlich gedacht hatte, weil ich habe mir gedacht, da passt jetzt nicht wirklich viel rein. Aber wenn man jetzt beispielsweise das Salz nimmt und den kompletten Behälter auf seine paar Kartoffeln zum Beispiel draufstreut, dann dürften die schon versalzen sein, weil es ist tatsächlich mehr, als wie es den Anschein macht. Und das Ganze wiegt halt einfach nichts. Ich finde es halt unheimlich praktisch. Das Schlüsseletui hat mich 6 Euro gekostet. Natürlich in Deutschland gekauft. 6 Euro auf dem deutschen Markt. Ich bin mir sicher, dass es das im Ausland auch günstiger geben wird. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das halt nicht mehr für Gewürze hernehme, kann ich es auch ganz normal als Schlüsseletui verwenden, weil meine Frau und ich, wir haben ein Auto. Das heißt, 2 Schlüssel würden hier wunderbar reinpassen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das Ganze so lasse, denn ich finde es unheimlich cool. Man kann es so einfach mitpacken. Es nimmt überhaupt kein Volumen ein. Also es ist gerade mal eine Handvoll ungefähr,
Und es bietet halt so viele Möglichkeiten, weil halt viele Gewürze drin sind. Natürlich kann man alternativ dazu auch sagen, ich nehme jetzt anstatt Salz und Pfeffer, nehme ich einfach nur Vitamine mit. Ich habe mich jetzt hier für Magnesium entschieden und Elotrans. Elotrans brauche ich tatsächlich sehr oft. Magnesium ist halt sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel Krämpfe bekommt, was ja gerade bei längeren Wanderungen durchaus vorkommen kann. Dann kann man sich damit so einen kleinen Schub geben und natürlich sind die Krämpfe dann nicht sofort weg, aber es bringt etwas Linderung. Deswegen, ich habe mich dafür entschieden. Natürlich hätte man auch genauso gut sagen können, hey, ich nehme Vitamin C mit oder ich packe mir in einen der Behälter etwas Tee rein. Und das ist natürlich nicht jetzt so viel, dass ich mir davon eine ganze Kanne mit Tee aufbrühen kann. Aber ähnlich wie zum Beispiel bei dem Kaffee, es reicht für eine Tasse von ungefähr 200 Milliliter. Also in meinem Fall, wenn ihr jetzt natürlich extrem starken Kaffee trinkt oder extrem starken Tee, dann würde ich euch nur einen halben Becher empfehlen. Aber generell würde ich sagen, langt es schon. Genauso ist es mit dem Öl. Ich kann natürlich jetzt kein 10-Liter-Topf mit Nudeln damit kochen, also um die Nudeln zu verfeinern. Aber, das ist übrigens Essig, aber es reicht zum Beispiel, um eine kleine Pfanne damit zu benetzen und damit Kartoffeln anbraten zu können beispielsweise oder etwas Fleisch. Dafür reicht das allemal aus. Es ist also alles im Endeffekt dazu ausgelegt, sich zumindest ein gutes Essen zuzubereiten. Genauso wie hier die Kräuter, die sind natürlich, die werden jetzt am Geschmack nicht unheimlich viel ändern, aber es ändert die Optik, was zum Beispiel bei Bratkartoffeln schon einiges ausmacht. Genauso bei der Hühnerbrühe, die dabei war. Das reicht vielleicht auch für einen, ja, ich sag mal für eine halbe Tasse. Bei einer ganzen Tasse wäre es wahrscheinlich schon sehr, sehr dünn, weil ich mag die Hühnerbrühe wirklich, wenn die richtig, richtig salzig ist. Das kann man hiermit natürlich nicht erreichen. Aber vom Pfeffer her zum Beispiel, das reicht auf jeden Fall, um sich zwei, drei Stücke Fleisch damit herzurichten, weil so viel Pfeffer haut man da nicht drauf. Ähnlich ist es mit Curry und Paprika. Ich sag mal so, wenn man unterwegs ist, eine Woche lang auf Natur, hat man die Wahl, so eine große Tasche mitzuschleppen, wo man natürlich sehr, sehr viele Gewürze dabei hat. Und das reicht über eine Woche, hundertprozentig reicht das über eine Woche, weil gerade Curry, Paprika, Pfeffer, da bin ich mir sicher, dass es sehr, sehr lange hält. Die Hühnerbrühe, das, was hier drin ist, das reicht mindestens für, ja, dass man jeden Tag eine Tasse damit trinkt. Also eine 200-Milliliter-Tasse sollte das ausreichen. Bei den Kräutern, da macht man sich vielleicht zwei Salate, drei Salate, dann sind die alle aufgebraucht. Das ist also wirklich so der Vorrat für eine ganze Woche. Oder aber, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer kleinen Gruppe unterwegs ist, beispielsweise vier Personen, dann ist es natürlich cool, wenn sich einer diesen großen Beutel oder dieses große Paket in seinen Rucksack schmeißt, dann hat die Gruppe ausgesorgt. Für einen alleine würde mir das ausreichen. Also gerade bei einer Wochenendtour oder sowas, ihr müsst halt vergleichen. Entweder habt ihr das dabei oder ihr habt gar nichts dabei. Und dann ist man natürlich lieber mit so einem kleinen Packerl unterwegs. Wenn ich sage, mir ist das Gewicht völlig egal, ja gut, dann kann ich natürlich auch das große Pack mitnehmen, nehme dann halt auch vieles davon wieder mit nach Hause, weil ich es einfach nicht aufbrauchen werde. Aber wie gesagt, wenn einem das Gewicht egal ist, finde ich dieses Paket hier unheimlich cool, unheimlich praktisch, vor allen Dingen, weil halt dieses eine Fläschchen dabei ist mit Angelhaken und sowas alles. Das kann eine Notsituation wirklich komplett ändern. Und wenn es mir wirklich ums Gewicht geht oder ich sage, hey, ich mache eine Lightpacker-Tour, ich brauche halt nicht viel oder ich möchte halt gar nicht so viel dabei haben, dann wäre das hier immer noch besser als nichts. Vom Gewicht her trägt das kaum auf. Also das hat, ich muss natürlich schätzen, ich habe jetzt gerade keine Waage da, aber es hat keine 200 Gramm, bei weitem nicht. Das ist so easy leicht und man hat halt den Vorteil, wenn man sagt, man möchte es nicht in den Rucksack packen, man kann es genauso gut an den Gurt von der Hose dran machen oder so, dann trägt man es zwar offen und frei, aber man hat es auf jeden Fall dabei. Finde ich tatsächlich ziemlich cool. Dumm, dass ich da nicht gleich selber drauf gekommen bin, sondern erst auf dieses Kommentar reagieren musste. An der Stelle aber nochmal ein großes Dankeschön dafür.
wie gesagt, solche kleinen Kommentare helfen mir echt weiter. Und so finde ich die Idee tatsächlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich mir das noch ein zweites Mal fertig mache für den Notfallrucksack. Ich glaube, da wäre es auch ziemlich cool, eben weil es halt nicht so viel Volumen einnimmt. Und gerade im Notfallrucksack oder im Fluchtrucksack, da braucht es nicht so ein großes Paket, weil anstelle dessen hier könnte ich mir auch vernünftige Werkzeuge einpacken, zum Beispiel ein Multitool oder größeres Messer. Das hier, das trägt einfach nicht viel auf. Das ist lächerlich klein. Wenn einem dieses Gebimsel hier stört, kann man das natürlich auch einfach abmachen. Dann hat man nur noch diese Tasche übrig. Und wie gesagt, die ist echt lächerlich klein. Finde ich ultra geil. Vielen Dank dafür. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich dafür, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.